Yeah, Leute, ich begrüße euch zu einem brandneuen Battlefield Bad Company 2 Let's Play. Nachdem wir bereits 4 Teile auf unserem YouTube-Channel veröffentlicht haben, geht's jetzt weiter, und zwar auf der Map Everest Day. Ich habe mir diesmal gedacht, dass wir auch mal ein bisschen die Fahrzeuge zeigen, und ich habe gerade ein Rundchen schon mich warm gespielt, deswegen nicht wundern, dass ihr schon einige Punkte seht. Ich bin gerade auf den Server gekommen und dann war das Match auch schon vorbei. Deswegen, so schlecht war ich eigentlich gar nicht. Ja, wir befinden uns zwischen der Linie von 16 zum 17. Level Master Sergeant 2. Und jetzt geht's auch schon los. Bei einem russischen Einsatz starten wir. Wir befinden uns auch in einem Squad. Die Jungs haben sich jetzt im Panzer gekrallt. Deswegen können wir da jetzt nicht mitfahren. Was ein bisschen blöd ist, aber dann sehen wir mal, ob wir uns ein Quad oder hier einen Jeep organisieren können. Gut, los geht's. Wow, beinahe unter den Panzer gekommen. Am besten brettern wir direkt zu A, ne, zu B, würde ich sagen. Okay, da oben befindet sich jemand im Haus. Mal sehen, ob wir es schaffen, den zu treffen. Wir befinden uns hier gerade in der feindlichen Basis. Da hat es uns auch erwischt. Die Map ist besonders beliebt bei Snipern, weil sie ist recht groß und auch es gibt hier Stellen, da kann man sich perfekt hinstellen und auch Punkte anvisieren und Gegner kinderleicht ausknipsen. Das habe ich schon mal selber geschafft und sogar öfter, und deswegen bin ich eigentlich ganz stolz drauf, so ein Super Sniper zu sein. Aber nicht immer. Wir nehmen gerade Punkt C ein, kurz zum Eroberungsmodus erklärt. Wir müssen verschiedene Punkte auf der Map einnehmen, die ihr hier ansehen könnt. Uns gehört bis jetzt leider nur C, und das heißt, wir müssen weiter vorpreschen und uns die restlichen Punkte krallen, damit die Gegner natürlich nicht gewinnen. Aber ich glaube, ich habe da hinten jemanden ausgemacht. Nee, doch nicht. Ups. Jetzt saß ich gerade hinten auf dem Quad, was ich gar nicht wollte. Ich wollte auf diesem Quad sitzen. Auf zum nächsten Punkt. Aber hier wird schon kräftig geschossen. Ein Mörserangriff unterstützt die Feinde noch dabei, uns zur Strecke zu bringen. Aber nicht mit uns. C haben wir jetzt fast eingenommen. Wir sind zu dritt hier. C gehört uns. Schnell darüber. Ein Panzerangriff, glaube ich. Oder nein, wir wurden überfahren. Von einem Jeep. Sehr ätzend. Das heißt, dass hier C8C haben wir schon wieder verloren. D wird jetzt eingenommen. Das heißt, wir müssen schnell nach D und dort helfen, bevor die Gegner es schaffen, die Amerikaner uns den Stützpunkt wieder wegzunehmen. Und das wollen wir natürlich nicht. Mal eine Etage höher. Hier ist alles in Ordnung, das heißt, wir können ja nicht weiter. Vorsicht, gut, und los geht's. Oh, da habe ich einen Raketenwerfer gesehen, beziehungsweise eine Rakete, die hier über
Stützpunkt geflogen ist. Aber wo sitzt der gute Raketenwerfer, Mann? Wo bist du? Es gibt nur dich und mich. Gleich nur noch mich. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Gute sitzt. Aber hier wird auch schon wieder kräftig geschossen. Oh, da habe ich doch glatt jemanden. Ja gut, der war jetzt im Clan-Vorteil. Level 49 ist der Gute. Der Jons 3 oder Jons 3. Das alte Ei. Oh wei, oh wei. Boom. Ja, ich hab's noch... der Gute hat uns jetzt erneut umgebracht. Ich hab's noch mit dem letzten Schuss versucht, aber es hat leider nicht geklappt. Und deswegen, eigentlich schade, wir haben hier einen Stützpunkt wieder verloren. Ein schlechtes Team haben wir. Aber was sollen wir machen? Eventuell ein Panzer, aber das gibt's auch wieder hier nicht. Deswegen müssen wir auf einen Quad zurückgreifen. Während wir jetzt hier zum Quad rennen, habe ich eine kleine Nachricht an euch, die euch sicherlich ein wenig enttäuschen wird. Und zwar werde ich jetzt für die kommenden zwei Wochen im August, also 1. bis zum 14. August 2011, nicht da sein. Ich muss mich ja auch mal erholen, richtig? Und anschließend ist die Gamescom in Köln, wofür ich dann für PlayNation.de unterwegs bin. Ich hoffe einfach, dass ich das alles unter dem Hut kriege, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich euch jetzt... Jetzt hängt's gerade. Was ist denn los? Und gut, es läuft wieder. Ab und zu hat das Spiel seine Mätzchen. Ich kann euch nicht versprechen, sofort ein neues Video zu liefern, aber ich werde mein Bestes geben. Wow, 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 wow. Oh, okay. Gut. Ole 82, super, ich bin stolz auf dich mit Level 43. Deine Mama ist ebenfalls stolz auf dich und wir können alle gemeinsam Kuchen essen. So. Ja, und da über den Hügel, richtig Rambo-mäßig. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare unter diesem Video schreiben, ob ihr auch auf der Gamescom in Köln seid. Ich habe den Vorteil, ich brauche gar nicht so weit fahren, denn ich wohne praktisch gesehen neben der Messe und ein Sniper hat mich anvisiert oder was das da hinten ist. Ja, okay, sie beschützen das ganz gut, aber müssen natürlich den Stützpunkt zurückgewinnen und deswegen sollten wir jetzt auch mal wirklich hier einen auf Kamikaze machen und voll dahin rennen. Oder wir sollten den Sniper mal hier unterstützen, indem wir auch mal einen Sniper nehmen. Wir wissen ja so einigermaßen, wo der Gute sitzt. Jetzt sitzt er nirgendwo mehr. Ah, ich hätte gerne einen meisterhaften Kopftreffer geschossen, würde ich gerade sagen. Okay, hier ist jetzt eigentlich gerade mal ein Pustekuchen, aber unsere Soldaten sollten den Stützpunkt D einfach mal bitte einnehmen, damit wir jetzt auch mal eine... B gehört uns auf, wie ich da hinten sehen kann, aber da fährt gerade ein Panzer hin. Mal sehen, ob wir den glatt mal wegbomben können. Dazu muss der Gute einfach mal stehen bleiben. Wo kommen denn die Schüsse her? Ach. Nee. Ach, wir haben einen Gegner ausgeschaltet mit dem Mörserschlag. Gucken, ob der Panzer, der fährt... Immer noch, ah, okay, das war gezögert, da hätte ich schneller schießen müssen. Oh, bei B ist aber einiges los. Na, den konnte ich jetzt nicht sehen. Das war sehr daneben. Okay, B verlieren wir gerade. Aber ich kann leider nicht sehen, wo die Bösen... Ah, das ist zu weit weg, glaube ich. Ja, ich sehe ihn nicht mehr. Deswegen eigentlich Pech gehabt. Mal sehen, was meine Sniper-Künste so drauf haben. Ach, der liegt da. Ich dachte, er würde da sitzen. Übrigens fand ich sehr lustig, dass mir jemand ja vorgeschlagen hat, mich hinzusetzen. Das ist aber in Battlefield leider nicht möglich. Ach, das gibt's nicht. Der Panzer, ich würde mal hinter dir gucken. Oh, jetzt kommen sie aber hier. Ach, Mann.
finde es eher lustig, dass sie mich noch nicht entdeckt haben. Aber der Jeep da unten. Nein. Oh. Nimm das. Wo ist der jetzt hin? Boah. Jetzt habe ich keine... Ach. Okay, das war ein spannender Kampf hier. Gut, dass da diese Kisten standen, sonst wäre es ganz böse ausgegangen für mich. Aber naja. Wir haben es versucht. Wo sind wir denn jetzt gespawnt? Bei D? Bei D sind wir gespawnt, ja. Und D wird gerade erneut eingenommen, was überhaupt nicht gut ist. Und deswegen, aber ich werde jetzt nochmal versuchen, bei B mache ich jetzt einfach mal einen Mörserschlag. Oder bei A, weil A wird nämlich gerade von den Feinden auch eingenommen. Nee, A gehört ja uns. Was ist denn hier der Mörserschlag, wenn der Panzer jetzt dahin fährt? Aber ich glaube, das war zu spät oder falsch. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Super, Hilfe bei Kill. Obwohl ich den gut nicht mal gesehen habe. Nur durch eine Markierung. Komm. Ach, das darf doch nicht sein. Lebt er jetzt noch? Man weiß es nicht. Der böse Sack. Oh, da kommen aber viele. Gut, da kann ich glaube ich schießen, bis ich gelb bin. Ich glaube, die triffst du einfach nicht. Aber für ihn könnte die letzte Stunde geschlagen. Ach, Mann. Okay, ich habe ihn zwar nicht gekillt, aber er ist tot. Das ist schon mal gut. Machen wir es jetzt einfach ganz anders.